Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz schnell und einfach ein schönes Gesteck kreiert, und zwar mit einer alternativen Steckhilfe. Das heisst ohne den grünen Steckschaum. Ich werde euch die benötigten Materialien aufzeigen, die man braucht für das schöne Gesteck. Und danach werde ich den Gestaltungsprozess selber nicht mehr mündlich begleiten, sondern ich darf gerne zurücklehnen und Musik geniessen und dabei zuschauen, wie das Gesteck zustande kommt und kreiert wird. Falls ihr am Schluss noch Fragen habt, dürft ihr mir die gerne als Kommentar hinterlegen und ich werde euch die gerne beantworten. Hat euch das Video gefallen, freue ich mich auf einen Daumen hoch. Und wenn ihr nicht mehr verpasst, seid ihr dazu eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Und das würde mich sehr freuen. Danke vielmals. So, jetzt kommen wir zum benötigten Material. Also, zuerst natürlich mal ein Gefäß. Also, ihr könnt natürlich das Wahlgefäß nehmen, das ihr schon daheim habt. Das Gefäß finde ich besonders schön. Es wird dann auch sehr schön zur Geltung kommen mit dem Gesteck, das wir heute werden machen. Bekommt ihr über meinen Online-Shop. Und zwar tue ich euch den Link unten bei den Descriptions, bei der Beschreibung unterhalb vom Video gerne dann erwähnen. Ihr könnt dort über den Link direkt in den Online-Shop über. Genau, dann braucht ihr eine alternative Steckhilfe. Ich brauche heute, wir machen das heute mit dem Hasendraht. Ich nenne das Hasendraht. Das kann man dann, ich zeige euch dann im Prozess, im Gestaltungsprozess selber, wie das genau funktioniert. Wir brauchen Wasser, eine Gartenschere, Floristenschere und ein Floristenmesser oder dann auch ein Sackmesser. Geht auch. Und natürlich das Wichtigste, Blumen dazu. Grünes Blumen. Also ich darf hier wirklich nach Lust und Laune auslesen. Ich würde also auch empfehlen, in der Natur herumzuschauen. Natürlich achtet euch darauf, wie ihr die zuschneidet, beziehungsweise nehmt bitte immer eine Schere mit oder ein Floristenmesser oder eine Gartenschere. Die brauchen wir natürlich jetzt auch zum Arbeiten. Und dürft ihr wirklich achtsam abschneiden, die Werkstoffe in der Natur, damit sie dann auch wieder wachsen können. Also bitte keine Wurzeln ausreissen, nichts derartiges. Das ist immer sehr, sehr wichtig, damit dann, ja, damit dann das wieder wachsen kann. Ich habe mich jetzt heute wirklich für das, was ich halt jetzt gefunden habe, auch farblich zusammenpassend, weiß und rosa gibt es heute. Genau. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spass und bis bald.